kann mich noch dran erinnern, Might and Magic, Mandate of Heaven. Ich habe das Spiel am Anfang gehasst und ich habe es nicht. Ich habe es einmal kurz gestartet. Es war damals in so einer Game Collection drinne. Es gab es früher immer diese Sammlungen von Spielen, die man noch im Supermarkt kaufen konnte. Ach so, da hoch geht das. Okay. Ja, also der Questmarker ist da hinten. Ja, ich werde hier trotzdem mal durch den gesamten Dunkelwald gehen. Und schauen, dass ich so viele Pflänzchen wie möglich mitkriege. Wir haben ja noch nicht genug in dieser Richtung heute gemacht. Nö, wirklich nicht. Also, das gab es dann damals in. Da gab es damals dann so ganze Sammlungen von 10 bis 20 Spielen in einer Box auf CD. Vorher Diskette. Das ist aber noch länger her. Das war dann eher Amiga-Zeit. Und ja, darunter war dann auch Might and Magic Mandate of Heaven. Auf, ich glaube, 2 CDs. Da vorne sehe ich Fackeln. Das wird es wahrscheinlich sein, wo wir hin müssen. Ganz sicher. Ja, und ich habe, ich erzähle das noch zu Ende. Ich habe das Spiel damals zum ersten Mal gestartet und habe mich so geärgert, dass jedes Mal, wenn ich die Town, also die Stadt verlassen habe, das Startgebiet, wurde ich auf der Stelle gekillt. Also wirklich instant stürzten sich, ich glaube, Orks auf mich und meine vierköpfige Truppe und es war einfach unglaublich. War ungefähr das gleiche wie mit Diablo 1. Da habe ich auch ziemlich schnell die Kerne. Ja. Dort muss auch der Geheimgang sein. Ja, und dann habe ich meinen Magic Mandate of Heaven erstmal in die Ecke gepfeffert und habe gesagt, nee, das kann man nicht spielen, das ist doch totaler Schwachsinn. Wie soll man denn? Bis ich dann geschnallt habe, wie man strategisch in diesem Spiel vorgeht. Ja, und dann ist es zu meinem absoluten Kult-Lieblingsspiel geworden. Ich habe es gesuchtet. Moin. Bei allen donnernden Ball. Bist du hässlich? Ihr? Was soll das werden? Du siehst ja noch kaputter aus als ich. Und das will was heißen, Vogel. Wobei, ich schätze dich mal so auf 90, 95. Ganz recht. Wir. Überrascht? Eigentlich nicht. Ich hatte euch von Anfang an in Verdacht, etwas im Schilde zu führen. Ihr seid wirklich hartnäckig, dass ihr immer noch lebt. Naja, wenigstens einen von euch haben wir erwischt. So war meine Falle am Hafen nicht ganz umsonst. Du kleine Drecksau. Dann habt ihr Jakon mit auf dem Gewissen. Ihr habt uns in diese Falle gelockt, das werdet ihr bereuen. Die Zeit, in der ihr euch vor den Folgen eures Handelns davonstehlen konntet, ist nun vorbei. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet in meinem Hafen ungestraft herumschnüffeln? Dann seid ihr wirklich noch dümmer, als ich dachte. Es ist nicht dein Hafen, es ist der Hafen des Volks. Wir sind das Volk. Schluss. Im Namen des Kaisers, streckt die Waffen und ergebt euch. Ich habe schlechte Kunde für euch. So wie es scheint, habt weder ihr noch der Kaiser hier irgendetwas zu melden. Alter, ich bin Anarcho. Ich bin nicht im Auftrag des Kaisers hier, sondern ich werde dich einen Kopf kürzer machen, alleine, weil ich dich seit dem ersten Tag in diesem Spiel nicht abkann. So, Rekruten. Kaltensteins Befehle sind eindeutig. Dieser Eingang muss ein Geheimnis bleiben. Macht Kleinholz aus ihnen. Ihr habt die Vögel gesehen. Es sind die gleichen Player-Models, die wir schon zigtausend Mal gekillt haben. Die werden genauso schnell umfallen wie bisher schon. So. Ich mag es nicht ausprobieren, aber ich tue es einfach. Mögen die Götter mit mir sein. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Was? Sie soll wenigstens ein Schild haben und eine hilfreiche Katze. Und dann, wenn sie möchte, kann sie da noch mal so ein paar von diesen Bonbons draufschmeißen. Und der Rest bleibt erstmal stehen. Hilfreich!
gleiche Taste. Oh nein, Honk, nein, nein, nein. Nein, das machst du jetzt nicht mehr. Honk, ich habe eine Idee, was du machen kannst. Honk, warum kannst... Ach so. Das ist gar nicht Honk. Okay. Dann gilt's jetzt. Dann machen wir das jetzt auf die harte Tour. Nee, ich habe gedacht, Honk könnte... Manchmal kann er so erstaunlich schnell diesen Flammenball rauszaubern. Und nee, mach mal lieber den hier. Auf den und den und den. Da brauchen wir gar kein Gedeck, weißt du? Das sind ja alles nur diese... Ja. Ich wollte gerade sagen, Lulu-Typen. Sag mal, Ardo, große Fresse haben von wegen für den Kaiser und so, ne? Aber dann hier abseits stehen. Genau, bei meiner Treu! Bei meiner Treu. Sohn. Okay, es geht wieder los. Bei Angriffswart! So. Angriff. Warum heißt das eigentlich Handlanger? Haben die lange Hände im Gegensatz zu Donald Trump? So, sag mal, Fyrus? Ja. Fyrus? Nee, also mit dem Bogen ist jetzt irgendwie schlecht so im Nahkampf. Deswegen klack, klack und zack. Und wo ist sie denn überhaupt? Ach so, so weit abseits. Dann hier, finden. Sanyasa! La. Va'ia! Ach so, ich wollte ja noch die... Sanyasa! Die Hotbar sortieren. Ob ich das jemals machen werde? Ja. Der einzig Gefährliche hier ist Orbert, glaube ich. Habe ich irgendwie noch so in Erinnerung. Sieh mal, die fallen wie die Fliegen. Womit ich keine Fliegen beleidigen möchte. Die sind einfach nur schlecht, die Vögel. So, dann mal los. Dieser Handlanger hier hat auch noch ganz lange Hände. Ja. Das macht gerade einigermaßen Spaß hier. Attacke! Da. Das finde ich immer so gut, wenn die so... Bei meiner Treu! Zusammenhalten! Für den Kaiser! Orban ist schon tot. Jetzt müssen wir nur noch diesen Zugang finden. Am besten wir suchen da, wo der Alte schon herumgestapft ist. Ja, Vorgrim. Versuchen wir es dort. Ich hoffe, dahinter finden wir, was wir suchen. Sogar das weiß ich, wo das ist. Ist hier gar nichts zu plündern? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Orbert gar nichts dabei hatte und das mich damals geärgert hat. Guck mal, da haben wir Salbenfett und so ein Quatsch. Ja, nee, also nur die Hälfte der Handlanger hatte etwas dabei. Irgendwo hier drüben war ein markanter Stein. Ich sehe ihn schon. Wird gemacht. Also soweit ist die Erinnerung noch da. Ui. Das muss eine lustige Maschinerie sein, die so einen Klumpen herumdreht. So hatten wir durch den alten Zausel Orbert Zugang zum Geheimgang gefunden. Warum dort Leute hingebracht wurden und was genau am anderen Ende auf uns wartete, das würde sich schon noch früh genug herausstellen. Ich und meine Axt waren auf alles vorbereitet. Ist es denn eine gesegnete oder eine verdammte Axt, Insider? So. Hey, das müssen die neuen sein. Ah, da ist ja das neue Frischfleisch. Willkommen, Rekruten! Wo ist denn der Hafenmeister? Sonst ist er doch immer so scharf darauf, seinen Obolus gleich zu kassieren. Lügen, Vorgrim. Oh, Orbert meinte zu uns, wir sollten derweil vorgehen. Er wollte wohl nach draußen noch etwas nachsehen. Er holt sein Geld später. Im Namen des Kaisers ergebt euch. Ja, das hier, hier könnte man jetzt das erste Mal, glaube ich, den harten Weg einschlagen. Aber wir versuchen es mal mit Lügen, Vorgrim. So, was will der Alte denn nachsehen? Naja, er wird's uns schon erzählen. Hauptsache, ihr seid schon mal hier. Holt euch erstmal eure Wappenröcke aus der Kiste dort oben. Hey, schaut mal, Feldwebel. Der Blonde dort, hat er das ganze Wams voll Blut? Tatsächlich. Ihr seht aus, als wärt ihr gerade in einem Kampf gewesen. Was hat das zu bedeuten? Ja, ich glaube, das kann schief gehen hier.
Lügen vor, Grimm. Im Wald wurden wir von einem Rudel Wölfe angegriffen. Wir mussten erst ein paar von ihnen erledigen, damit sie uns wieder in Ruhe ließen. Es hat doch keinen Sinn zu leugnen. Auf dem Weg hier wurden wir von einem Rudel Waldpuddinger angegriffen und mussten uns verteidigen. Orbert, er hat es nicht geschafft. Lügen vor, Grimm. Gibt's also schon wieder Ärger mit den Biestern? Ich hatte gehofft, damit wär's erstmal vorbei. Naja, gut. Gut, dass ihr es geschafft habt, durchzukommen. Gut. Wie schon gesagt, holt euch aus den Kisten passende Wappenröcke und geht raus in die Schlucht. Wache Gerold wartet schon auf euch. So, das ist das Ding. Wir müssen jetzt diese Wappenröcke tragen und davon gibt es zwei verschiedene Sorten. Einmal welche, die Zaubern zulassen und einmal welche, die Zaubern nicht zulassen. Also unsere guten Rüstungen werden uns jetzt fürs Erste erstmal nichts nutzen. Ja, das habe ich noch so halbwegs im Gedächtnis gehabt. Wir holen uns mal so einen Waffenrock da. Erstmal hauen wir hier nochmal ein paar schäbige Fässer kaputt und klauen noch ein bisschen was. Wir machen euren Kram kaputt. Gut. Das ist eine Lederrüstung mit Wappenrock. Das wäre für die Zauberer. Weil das ist Leder und nicht Metall. Glaube ich zumindest, mich dran zu erinnern. Und dann gibt es irgendwo noch die Nicht-Zauberer-Version. Schäppiges Fass. Mach weg. Und die ist dann für unsere Ritter. Ich glaube, die Dinger sind nicht gerade besonders. Hier Kettenhemd mit Wappenrock. Das ist das. So. Gut, dann verteilen wir die Dinger mal. Ich mache gleich nochmal einen Speicherstand. Ich mache jetzt einen Speicherstand. Denn jetzt ist das, wo wir, also das nächste Mal gehen wir ohne den Wappenrock raus und kriegen dann vielleicht aufs Maul. Ich mache mal noch einen Speicherstand oben drüber hier. So, 1:14. In 6 Minuten mache ich eine Pause. Gut. Wir kleiden mal die Leute ein. Ja, die sind nicht besonders widerstandsfähig, die Teile. Das kriegt Vorgrim. Das kriegt Honk. Ja. Ach, ich habe das Ganze. Ich habe die Crafting-Sachen nicht mit dabei. So. Naja, also ganz schlimm sind sie jetzt nicht. Sieht das scheiße aus, Digga. Aber das ist das Wappen von Baron Dajin von Nadoret. So, also, sie kann auch zaubern. Er kann auch zaubern. Okay, alles klar. Was? Und sie kriegen hier die etwas schwerere Version, die allerdings auch nicht mehr Schutz bietet. Allerdings hat er noch seine Botten. Warte mal, Honk hat seinen Helm und seine Handschuhe, seine Stiefel und seine Hose. Wir hätten ihm eigentlich mal eine vernünftige Hose besorgen sollen. Ist auch alles noch ganz gut. Vor allen Dingen der Helm ist noch da. Ja, wir sind auf jeden Fall besser ausgerüstet als die anderen hier. Ja. Ja. Und er muss jetzt leider auch diesen Schrott tragen. Er muss hosenlos herumlaufen, weil wir ihm keine Hose mitgenommen haben. Alter, ist das peinlich. Das ist so lustig. Entschuldigung. Kann ich doch nichts dafür. Ich konnte nicht wissen, dass die Dinger so schlecht sind. Schon erledigt. Okay. Diamantstaub und Blattgold. Dankeschön. Okay. Also hier wird natürlich auch alles weggelootet, so weit wie möglich. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt was bringt, weil wir werden. eigentlich bringt das Looten hier so ziemlich überhaupt nichts. Weil wir ja sowieso später höchstwahrscheinlich. Naja, vielleicht doch. Ich werde hier alles looten, speichern und so weiter und so fort.
Denn vielleicht habe ich ja gar keinen Bock auf den harten Weg. Noch mehr Wappenröcke. Nehmen wir mit. Wird gemacht. Noch mehr Wappenröcke. Nehmen wir mit. Ja, sozusagen Last Chance, ne? Ja. Hört ihr diesen Lärm dort draußen? Vielleicht kommt eine Cutscene. Als ob jemand eine Ansprache hält. Ich erinnere mich. Keine Sorge, Aru. Für den Fall, dass es Probleme gibt, habe ich stets meine Axt bei der Hand. Schauen wir mal, was da los ist. Schauen wir mal, was da los ist, Digga. Aru ohne Hose. Ich finde das so peinlich. Ich hoffe, wir finden für den irgendwann eine Hose. Das sieht wirklich äußerst peinlich aus. Ja, jetzt musste eine Cutscene irgendwann kommen. Manch einer wird sagen, wir wären undankbar. Aber ich sage, wir waren duldsam. Doch mit diesem Heer, das sich heute hier versammelt hat, wird das Ende dieser Duldsamkeit eingeläutet werden. Jawohl, keine faulen Händel mehr. Nieder mit den Gammelfürsten. Der Wendepunkt ist nahe, meine Freunde. Diesem unsäglichen, intrigenspinnenden Grovin wird das Handwerk gelegt werden. Und auch denjenigen, die ihm wieder alle guten Sitten zu Amt und Würden verhalfen. Unter geeintem Banner werden wir den Kosch in ein Zeitalter der Tugend und des Wohlstands führen. Ja! Ja! Es wird Kräfte geben, die versuchen werden, sich uns in den Weg zu stellen. Denen sei gesagt, dass wir ihnen mit aller Härte auf dem Schlachtfeld begegnen werden. Nieder mit Grovin! Lang lebe Daji! Danke, danke, Nieder meine mit Freunde! Daji, zielt lang also lebe in die Grovin. Schlacht mit der ehernen Gewissheit, dass uns unsere Feinde weder im Geiste noch auf dem Felde gewachsen sind. Nieder mit Dajin, hoch lebe Grovin. So, also, wie viel haben wir? 1,19. Wir können noch eine Runde weitergehen, damit ich dann eine Pause machen kann. Ich will tatsächlich noch ein bisschen weitermachen. Warte mal, wie viel habe ich noch auf der Facecam frei? Sieht so aus, als könnte es eine vollständige Aufnahmesitzung werden. Der Herr da vorne, das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, dass wir die Randale-Geschichte in Angriff nehmen könnten. Aber da wir die Wappenröcke Dajins tragen, tun wir doch alle, ne? Wird der uns nicht Aua tun, wenn wir ihm richtig antworten. Also gucken wir mal. Schau an, noch mehr Neue. Habt ihr es ja gerade noch geschafft, bevor es losgeht, was? Quest unter dem Deckmantel, die muss ich gleich vorlesen. Ja, wir wollen mit euch zusammen den Kosch in ein neues Zeitalter führen. Kampf, ihr elenden Verräter, jetzt wird abgerechnet. Ja, das machen wir später noch. Na klar, deswegen sind wir doch alle hier. Naja, ein bisschen dauert's noch, bis wir losmarschieren. Ich bringe euch erstmal zum Quartiermeister. Der wird euch eine Unterkunft zuweisen. Folgt mir! Ich will erstmal Fässer kloppen. Ich mach euren Scheiß kaputt. Hey, ich habe gesagt, ihr sollt mir folgen. Okay. Digga. Mach keinen Stress. Geh gefälligst ein bisschen schneller. Ich muss aufs Klo. Alter. So. Ja, Quartiermeister. Ja, ja. Ich erinnere mich. So ungefähr. Also es ist eine Menge Idiotenvolk hier. Und ich glaube, wenn wir später den bösen Pfad gehen. Noch mehr Fischfleisch. Wir nehmen inzwischen wohl jeden. Hier hat sich doch schon genug Gesindel versammelt. Naja, wenn Fex ihnen hold ist, landen sie vielleicht wenigstens nicht bei Feldwebel Sturmfels. Der hat schon so manchen Grünschnabel zerschlissen. Was habt ihr denn? So übel schauen sie doch gar nicht aus. Vor allem das Mädel da sieht sehr talentiert aus. Alter. Das wird mir so einen Spaß machen, die zu zerlegen. Ja. Ich habe hier ein paar neue Rekruten. Alles klar. Immer her damit. Derpel. Ah, so viele gleich? Das platzt ja alles aus den Nähten. Naja, wir werden schon noch ein Plätzchen für euch finden. Gut, lasst euch erst mal anschauen. Na, schau an!
Endlich mal wieder weibliche Verstärkung. Da freuen wir uns aber ganz besonders. Vielleicht bringe ich euch gleich bei mir im Zelt unter. Sanyasa, Taylor, ihr bleibt mir besser vom Leib, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ruhig, Fyrus. Sicher hat er nur Spaß gemacht. Ja, natürlich nur Spaß. Also hört besser auf euren Freund und beruhigt euch wieder. Verflixt, die ist ja genauso schlimm wie Gunda. Am besten stecke ich euch zu Feldwebel Hagenschlag. Seine Einheit hat noch ein paar Plätze frei. Einfach hier durch und über die Felsbrücke. Ihr findet ihn drüben zwischen den Zelten. Also, Abmarsch! Einfach hier durch. Okay, mir fällt da gerade was auf. Wir brauchen doch diese Fackel nicht mehr. Stattdessen wollen wir mal lieber... Also einfach hier durch und über die Felsbrücke. Ich glaube, das ging da hinten... Hey, falsche Richtung! Der fällt... Ach so, warte. Ja, hier waren wir vorbeigekommen. Bei Chor! Seid ihr nicht mehr ganz bei Trost oder was? Ab über die Brücke mit euch! Und zwar ein bisschen flüssig! Ab über die Brücke. Er meint wahrscheinlich die da. Ja. Vögelchen. Was sind das für Idioten? Ich mach die platt. Ich glaube, das habe ich schon letztes Mal gedacht, dass ich... Boom, immer voll angerempelt hier, den Vogel. Oh, das wird so einen Spaß machen. Ne, ich glaube, mit Looten ist erstmal nicht. Und ich glaube, ich will das diesmal auch nicht. Schnellreisepunkt Feldwebel Hagenschlag freigeschaltet. Oh, ich habe hier im Lager noch nicht gesehen. Neuankömmlinge? Ja, das seht ihr richtig. Ja, wir sind gerade angekommen. Seid ihr Feldwebel Hagenschlag? Was wollt ihr von mir? Der Quartiermeister schickt uns, wir sollen uns bei euch melden. Ah. Dann seid ihr also die Verstärkung. Gut. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr endlich hier eintrefft. Das Zelt links von euch ist frei. Dort könnt ihr Quartier nehmen. Ihr findet auch eine Truhe, wo ihr eure Sachen unterbringen könnt. Das ist egal. Alles klar, Herr Feldwebel. Gut. Dann noch ein paar Hinweise für euch. Bei Ritter Erund von Olmingen dort drüben könnt ihr euch im Nahkampf üben. Jenseits der Schlucht findet ihr Gunda Kleb. Sie unterrichtet die Bogenschützen. Oh, ich erinnere mich an einiges. Die Quartiermeister kennt ihr ja schon. Außer unserer Einheit lagert hier noch die Truppe von Feldwebel Sturmfels. Bei denen gibt's auch einen Schmied und einen Wundarzt. Über die Terrasse hinter mir geht's zum Lager. Aber da habt ihr vorerst nichts zu suchen. Ihr werdet später mit dem Lagermeister Bekanntschaft machen. Lagermeister. Erst einmal werdet ihr euch bei Ritter Erund und Bogenmeisterin Kleb melden. Sie führen im Auftrag des Barons den Oberbefehl über das Lager und werden eure Fertigkeiten prüfen. Du siehst schon richtig fertig aus. Fertiger als ich. Zufall! Alter, das ist so deutsch. Entschuldigung. So, ich mache eine Pause. Danach... gucken wir uns mal diesen Drecksladen hier an und gehen so weit, bis wir in die Burg reinkommen. Dann laden wir neu, räumen den Laden auf Rondras Art auf. Ja, ich will es einfach mal beides sehen. Schauen wir mal. Ich sage für heute ciao mit F wie Feldwebel und wegrennen!